Aufnahme starten. So, herzlichen Glückwunsch sagen. Ist das mein Ernst? Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Glückwunsch kann man auch sagen. Oh Mann. Dass ihr wieder hier zuschaut und wieder eingeschaltet habt. Ein fairer Handel. Wir werden jetzt mal probieren, hier wieder die Stadt noch ein kleines bisschen zu erweitern. Erstmal hier oben hin und dort entsprechend ein paar Straßen zu bauen, so zum Beispiel. Und dann gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen die Stadt vergrößert bekommen. Ich mach das jetzt mal alles relativ wild hier. Das gefällt mir. So, vielleicht so in etwa. So in etwa. Dahin. Da lassen wir den Bereich mal frei. Den hier, den lassen wir auch mal frei. Dann machen wir hier oben den Durchstoß. So, und dann haben wir hier alles. Wir brauchen natürlich jetzt hier erstmal noch eine Kapelle. Das denke ich mal völlig klar. Die können wir hier schön hinbauen. So. Ding Dong, sagt die Kapelle da. Sehr gut. Dann können die hier alle einziehen. Ja, ein paar könnten wir eigentlich noch bauen. Das sind ja noch nicht so viele. In ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Das stimmt nicht. Das halte ich für ein Gerücht. Nein, es fehlt wirklich an Gemeinschaft, dann bist du halt weg. Da kenne ich ja nichts. So. Sehr, sehr schön, ja. Nice. So. Können wir denn noch... Ja, hier auch noch die beiden. Baue ich jetzt mal hier so ein paar kleine Quarters, sage ich mal. So ein paar Blockorte. So, war das jetzt richtig gemacht oder? Nee, das war ein zu weit. Das muss wieder gelöscht werden. Dahin, dahin und dahin. Jawohl. Okay. Ach Gottes Willen. Ja, geht so gerade. Jetzt war ich echt am Überlegen, ob ich schon was gegessen habe. Nee, habe ich nicht. Mist. Ja, super. Hast du nicht? Das ist natürlich schlecht. Das geht ja wirklich gar nicht. Well, das geht ja überhaupt nicht. Ohne Essen in meinen Stream kommen, das grenzt ja schon fast an Majestätsbeleidigung. Nein, Scherz. Aber ja, das ist schlecht. In der Tat. Alpe ziehen, was? So. Ach, die haben ja auch wieder keine Gemeinschaft. Oh. Warum? Ach, weil ihr nicht angeschlossen seid. Ich müsste den hier unten nur anschließen, ne? Stimmt. Zack. Und schon funktioniert das Ganze. Sehr schön. Ist ein bisschen komisch, aber naja. So, der hat aber schon wieder keine Anknüpfung an die Kapelle. Das ist nicht mein Problem. Das lassen wir jetzt einfach mal so. So, die ganzen Bürger müssen ja auch wieder einziehen. Gottes Willen, ey. Ich hoffe, das ist mit unseren Ressourcen jetzt noch abdeckbar, was wir hier machen. Ich fürchte fast nicht, aber gut. Warten wir mal. So, jetzt werden die hier wieder aufgestockt. Gleich können wir wahrscheinlich wieder... Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre, ja. Wahrscheinlich können wir gleich schon wieder... ja. Ein paar Patrizierhäuser machen. 11, um genau zu sein. Und dann auch ein paar Adligenhäuser. Oh, ganz schön viel hier. So, Patrizia einziehen lassen. Jetzt geht's wieder rund hier.
Aber hey, wir haben's ja. Wir haben's ja so dicke. So. Ah, der hat zum Beispiel hier auch keinen Schuldturm mehr. Ja. Den muss ich hier auch nochmal bauen. Schuldturm, Schuldturm, wo bist du? Da. Aber wohin? Dass der damit noch reinkommt. Ich glaube, da muss ich hier die Straße mal kurz wegmachen. Und den Schuldturm mal eben hier hinsetzen, ne? Ach, der braucht wieder eine Straßenanbindung. Fuck it! Oder? Der hat doch eine. Nee, hat er nicht, weil hier der Weg unterbrochen wurde. Oh Gott. Boah, ist das eng alles hier im Bau. Ja, so. So schließen wir das jetzt an. Ja, das nenne ich effizientes Bauen. Oh Gott, Tastenhausen, ey. Was wird nur aus dir? Erstmal hier so krumme Wege überall rein. YOLO. Ah, schön. Nice. So, wir bauen jetzt erstmal hier fleißig. Oh Gott, wir werden gleich so Ressourcenknappheit haben. Das wird für den nächsten Stream eine absolute Katastrophe, sag ich euch jetzt schon. Aller Bemühungen für diese Stadt. Adlige. Goldene Früchte. Machen wir sogar ein bisschen Minus. Aber hey, was soll's? Was soll der Geiz? Jawollo, mehr davon. Feed me more. Würde Ryback jetzt sagen. So. Holy crap. Jetzt haben wir, glaube ich, immer noch nicht ganz alles. Wir haben immer noch hier Adlige und Patrizierhäuser gleich aufzuwerten. Holy shit. Lasst mich euch ein wenig unternehmen. So, vielleicht renne ich jetzt sehenden Auges gleich in mein Verderben, was gewisse Güter angeht. Das könnte durchaus sein, dass wir da gleich Probleme kriegen. Wir haben übrigens kaum noch Stein. Das prangere ich an. Mach mal wieder bitte. Produziere mal. Und hier oben bitte auch die dritte. Jawohl. So, das prangere ich an. Das finde ich nicht gut. So. Bonus aufgestiegen. 72, 47, 58, 29. Passt. Jetzt müssen die alle nur noch entsprechend einziehen. Die Bauern haben wir schon alle. Die können wieder auf ausgeglichen. Die Details bleiben besser unter uns. Was habt ihr denn da geschrieben? Ich pfiff mir heute Griechisch rein. Oh, morgen habe ich auch Griechisch. Haben wir vor der Veranstaltung morgen ausgemacht. Wir wollen uns beim Griechen treffen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Beste. War ich lange nicht mehr, freue ich mich schon drauf. Ein Fischbrötchen am Bahnhof zählt nicht. Ach komm, es ist weit besser als die Zuständigen von Jena. Die haben, as far as I know, die Bezirke jeweils Eigenverantwortliche. Zumindest hat die Stadt es schon geschafft, alle Verbindungsstraßen nach außen bis auf eine baulich zu sperren. Ach so. Ach, du meinst, bei euch in Jena ist es schlimmer? Ja, aber das ist doch schon ein bisschen pornös, oder? Hier zwei Brücken direkt nebeneinander, wo man hier einfach die Straße durchziehen könnte. Ah, um Himmels Willen. Na gut, Hauptsache wir haben den Schuldturm an das Straßensystem angebunden und der Patrizier freut sich. Hauptsache irgendwer freut sich überhaupt. Ach ja. So, die Bürger haben wir auch bald auf Maximum. Und dann machen wir wieder ordentlich Plus hier. Sehr schön. Schlimmer als das Nausen, ja. Ach ja. Zustände wie bei Sodom und Gomorra, ich sag's euch. So. Eigentlich müssen wir die Mauer dann irgendwann hier oben lang ziehen. Aber das mache ich auch erst beim nächsten Mal. Da soll sich der Zukunftstastenhauer mal mit beschäftigen. Das muss ich jetzt nicht auch noch machen. So, Bürger sind alle vollzählig. Dann dürft ihr auch ausgeglichen werden. Das heißt, wir kriegen noch mehr Geld. Sehr schön. Ach so, unseren Auftrag müssen wir abgeben. Ein Feuer wütet in ihrer Siedlung. Oh, da kümmere ich mich auch gleich drum. Warte. Zack, abgeben. Oh, ihr seid hier. Danke. Feuer. Oh, wir haben ja noch keine Brandschutzmaßnahme ergriffen. Das ist natürlich auch nicht so schön. Machen wir mal hier hin. So. Es brennt, holt Wasser. Ein Zimmerer könnten wir auch schon hier bauen, ne? Oh, er kommt wieder nicht überall hin. Oh Gott, wie ich das hasse, wenn er nicht überall hinkommt.
Warum hat er so einen kleinen Radius? Das ist total kacke mit diesem Zimmer ran. Jetzt kann ich da unten wieder nicht hinkommen. Manno. Naja, da oben brennt's auch. Ja, er rennt. Wie sie wieder laufen. Ah, ich komme mit zwei Eimern. Das wird's bringen. Gut, es sind zwei große Eimer zugegebenermaßen, aber... Okay, wir lassen die Bauern wieder einziehen. So. So, Wirt brauchen wir auch noch, ne? Wo war der denn noch? Der war hier, ne? Oder? Oder brauchen die hier noch keinen Wirt? Ne, die brauchen den ja noch gar nicht, die Lappen. Okay. Dann eben nicht. So, die ziehen jetzt wieder ein. Die haben auch bald Maximum erreicht. 1880 von 2200 Adligen. Oh Mann, ey. Das geht ja echt im Schneckentempo voran. Und wir haben ja schon Probleme, hier immer die Sachen zusammenzukriegen. Ich glaube, ohne Krieg wird das hier nicht viel weitergehen, habe ich so das Gefühl. Wir nähern uns einer Situation, an der wir handeln müssen. Ah, nicht schön. Möchte ich eigentlich nicht, aber ich glaube, wir müssen das, damit es einfach irgendwann weitergeht. Damit wir hier weiterkommen. Feuerwache. Okay. So, die Burgers sind auch zurückgesetzt. Die Geschäfte laufen, aber mehr schlecht als recht. Ja, das reicht ja für mich schon. So, ausgeglichen 1048 plus. Wenn die Adligen gleich auf Maximum sind, dann haben wir auf jeden Fall alles geschafft. Sehr schön. Okay. So, Schiffe liegen hier vor Anker, das reicht. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Jo, alles klar. Was machen die hier? Die patrouillieren, glaube ich, immer noch. Verschwinde! Ja, okay. So, hier unten ist unser Schiff gewesen. Das bringen wir auch mal wieder hier oben hin. In Sicherheit, bitteschön. So. Ja, das draint hier alles. Wir könnten wieder ein bisschen Glas produzieren. Huch, da. Natürlich. Dürfen auch gerne... gerne wieder die Straßen da erweitern. Sehr gut. Dann haben wir ein bisschen mehr Stein. Ist auch schön. Ein bisschen schnellere Fortbewegung. So. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. War ich das zweite Armhaus? Das hatte ich hierhin gebaut, ne? Ne, das ist die Feuerwache. Medikus, Schuldturm. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. War das hier? Ne, das war auch eine Feuerwache. Ach, hier, genau, da ist das Armhaus. 55 Leute schon. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. 420.000 wieder. Sieht echt gut aus, muss ich sagen. Sieht echt gut aus hier. Ressourcen sehen auch noch ganz gut aus. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir einen ziemlich guten Punkt hier erreicht haben. Von dem aus wir hier die Expansion nach Norden und Nordosten weiter ins Auge fassen können dann im nächsten Stream. Ich helfe euch gerne aus. Das ist nett, danke. Haben wir jetzt die Adligen? Ja, 1880. Dann sind die wieder auf ausgeglichen zu besteuern und dann haben wir nämlich hier 1600 plus. Jetzt rächen wir uns dafür, dass ihr so herzlos wart. Was? Ich hab heute aufgenommen. Ihr Schweine. Tötet sie. Hier irgendwohin. Mit euch. Oh. Alarm. Fighting. Ich bin überfordert. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll hier. Das wird angegriffen. Ja, die müssen erst dahin ziehen, glaube ich. Und dann dürfen die angreifen. Weil die hauen natürlich jetzt den Bergfried. Der hat aber viel Lebenspunkte, glaube ich. Die undankbaren Bettler. Das habe ich auch noch nie gehabt hier. Sie mich angreifen. Na, wartet. Bereit? Die Einheit schlägt ihr Lager auf. Da müssen wir jetzt leider noch warten. Ah.
Okay, Rosenkranzorden. Ihr Schweine! Ja, immerhin machen wir die Platte. Da kommen die Bettler und sagen, ihr Undankbaren! Was ist das denn? Ich hab euch doch geizend, ich hab euch doch aufgenommen. Was ist das denn für eine Gruppe hier? Was ist? Lasst ihr uns jetzt endlich in euren... Nee, 15.000, seid ihr verrückt? Bereit? Ich hau euch kaputt. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Diese undankbaren Bettler, ey. Wir stehen zur Unfassbar. Verfügung. So, steht zur Verfügung. Angriff. Ja, macht erstmal das kaputt. Die Bergfestung hier, hätte ich bald gesagt, der Bergfried hält noch ein bisschen aus. Disziplin. Angriff. Angriff. Vorwärts. So. Jetzt gibt's nämlich aufs Mett hier. Haut sie kaputt. Sehr schön. Kann ja in Ruhe mal Bier trinken. Sehr, sehr gut. Das kriegen wir hin. Okay, die schlägern sich da, aber da passiert nicht viel. Außerdem feuern wir hier direkt auf dieses Lager zusätzlich. Oder sollen wir weiter und werdet schon noch sehen, was ihr davon habt. Ja, ihr werdet sehen, dass ich euch die Fräsen poliere. Das gibt's ja wohl nicht. Ich habe eine wichtige Sache zu erledigen. Könntet ihr mir dabei ja, zur Hand geben? Vermutlich Wie kann ich euer das. Befehl? Siegreich, yay! Siegreich, so, die müsst ihr doch sammeln. Ach, das war es schon dann, ne? Wie lautet euer Befehl? Aufbruch! Ja, können wir die das Lager Brunnen gleich abbrechen. Die Brunnen einer Noria leeren sich. Sehr schön. So, Brunnen von Noria. Was? Brunnen von Noria? 4 Korsarenschiffe. Teufelau. Mich hat's erwischt. Ja, sie haben sie besiegt, die Schweine. Was fällt euch ein? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, wir versuchen die mal alle zu kriegen hier. Dass wir die hier angreifen. Der ist natürlich wesentlich schneller. So, Pelz der Jagd, Tüte, Stecker, Warmeher, Sieg, 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 okay. Nichts kann uns standhalten. Das will ich aber eigentlich. Kann ich das... Wie lautet euer Befehl? Auflösen. Ja, das wollen wir zerstören, das brauchen wir hier nicht. Das wäre Verschwendung von Ressourcen, glaube ich. Okay. Ui, da wurde es ja nochmal spannend jetzt. Okay, 19 Tonnen von Wein. Oh, nur noch 125 Tonnen Brot. Das war der hier mit seiner kleinen Lieferung. 146. Oi, oi, oi. Er ist auf dem Weg mit Brot, aber er hat 80 Tonnen dabei. Das ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Dann helfen wir ihm nochmal, wenn er unser Schiff angreift. Da kenne ich jetzt ja auch irgendwo nichts. Wo ist eigentlich unser anderes Schiff hin? Angriff! Der kommt auch schon angefahren, das ist ja gut. Ach hier, da ist er. Angriff, jawohl. Macht sie fertig. Jawohl, und den auch. Sofort abfangen. So. Jawohl, haben wir schon 3 Stück weg. Sehr schön. Bum, 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 jawohl. Das sieht gut aus. Nimmt mal einer bitte das auf und einer bitte das auf. Ich könnte mir hunderte. Ja, ja, du kannst dir hunderte leisten. Nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Ja, der braucht ein bisschen länger hier, aber das wird er auch schaffen. Unter leichten Verlusten. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Die Nemesis, ihr Schweine! Sterbt einen grausamen Tod. Das geht ja wohl nicht. 7100 Bewohner. Das ist auch echt schon nicht wenig. Sehr schön. 30 Tonnen Indigo. Sehr gut. Ja, wie gesagt, Brot. Das ist jetzt auf jeden Fall zu wenig.
Oh, Himmels Willen, was werden wir hier leiden? 80 Tonnen, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ah. Ich modifiziere hier mal was. Brot, nee, das war das, 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 das hier oben. Ich versuche mal, ich weiß nicht, ob die Produktion das hergibt, aber ich versuche mal, hier noch mehr Brot zu liefern, weil ich glaube, die können mehr aufnehmen. Und die Pelze erstmal wegzulassen, weil die jetzt gerade nicht so wichtig sind. Für die nächsten Fahrten, aber bis dahin könnte es schon fast zu spät sein hier. Oh Mann, das geht schnell. Das geht richtig im Galopp. Ja, wir haben jetzt schon wieder 114 Tonnen. Wir könnten natürlich mehr wie 80 Tonnen aufnehmen. Wir könnten 140 Tonnen immer mitnehmen. Das wird natürlich einen großen Unterschied machen. Ich glaube, das reicht dann. Mal gucken, eventuell wird es ein bisschen zu knapp jetzt mit Brot. Dann haben wir Pech gehabt, dann ist das so. Wie gesagt, 80 Tonnen kriegen die jetzt. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, das ist nicht tragisch. Ja. Wir könnten hier auch noch mehr Kapazität gebrauchen, habe ich so den Eindruck. Wo war denn das nochmal? Die Pest greift bei einem Mitspieler um sich. Das ist nicht schlimm. Speicherstadtfundament könnten wir auch bauen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Oh, 300 Tonnen Erhöhung. Speicherstadtfundament. Muss an der Küste gebaut werden. Ja, wenn ich den mal hier irgendwo... Schickt uns nicht weg. Wir machen euch bestimmt keine. Ihr öffnet uns die Stadttore. Vergesse ich euch nie. Bauen wir die Speicherstadt mal hier hin, wa? Wieso lasst ihr zu, dass diese Stadt so verkommt? Diese Speicherstadt wird euren Hafen über alle anderen erheben. Ja. Kann der Bau beginnen? Ja. Aha. Klar. Oh, aha. 20 Tonnen Holz und Werkzeug, das wird aber nachher noch schwieriger. So, ich würde sagen, macht mal. Schickt mal da was rein. Dann bauen wir das Fundament für die Speicherstadt hier. Mhm. Ja. Sehr gut. Ja, beginnen mal den Bau und dann warten wir mal ab. Wir müssen... Bringen die hier schon was hin? Alles wartet darauf, dass der Ausbau fortgesetzt werden kann. Genau. Okay, sehr schön. Nice. Und jeder hat bekommen, was er wollte. Werkzeuge brauchen wir dann aber wieder. Jeder hat bekommen, was er braucht. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich fühle mich unterrepräsentiert. Nein. Kappa. So. Ja. Die Arbeiter kommen gut voran. Alles läuft bestens. Schön. Die Speicherstadt wird gebaut. Boah, ist das nice. Cool. Naja. Gut, dann haben wir ja schon was, was auch für den nächsten Stream nochmal interessant wird. 23 Minuten sind rum. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal fini. Ich verabschiede mich erstmal von euch bei YouTube. War schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal einen Daumen da. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Stream, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten eben nachträglich auf YouTube. Und ich sag schon mal ciao, ciao. Euer Tastenauer verabschiedet sich. Tschüss.